Mit 22 Produktionsstätten und mehr als 5000 Mitarbeitern weltweit ist die MIBA ein attraktiver Arbeitgeber. Das weiß auch schon die Jugend und daher folgten viele Interessierte der Einladung zum Tag der offenen Lehrwerkstätte in La Kirchen. Man kann hier interessante Gespräche führen, es sind unsere Lehrlinge auch da. Das heißt, es geht nicht um eine Präsentation, sondern es geht darum, mit den Lehrlingen zu sprechen, mit den Ausbildern zu sprechen, die Anlagen zu sehen, die Maschinen zu sehen und dafür öffnen wir unsere Türen. Es gibt verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Vom Prozesstechniker bis zum Mechatroniker, Oberflächentechniker, Metalltechniker und so weiter. Und das Ganze sieht so aus, dass zunächst eine Grundausbildung gemacht wird, die dauert 11 Wochen, die ist eher noch allgemein gehalten. Und dann geht es je nach Lehrberuf in die Spezialisierung an die verschiedenen Standorte. Und dort haben wir immer so 10 Monatsturnusse, wo die Lehrlinge dann ihre Spezialausbildung erhalten. Die MIBA wurde 1927 von Franz Mitterbauer, einem ehemaligen Lehrling, gegründet. Seither hat die Lehrlingsausbildung höchsten Stellenwert. Beste Karrierechancen im Betrieb inklusive. Mehr als ein Drittel aller Arbeiter hat einst als Lehrling begonnen. Ich war auch beim Tag der offenen Tür da, habe auch geschnuppert und ja, habe mich halt beworben, weil es mich interessiert hat, dass ich mit Metall einfach arbeite. Besonders engagierten Jugendlichen wird mit der KTLA, also der Kremstaler Technischen Lehrakademie, angeboten, HTL und Lehre zu verbinden. Die Sparten, was ich mache, ist eben die HTL-Maschinenbau. Und ich darf da 2 Tage in der Woche die Krühe von der Firma freigestellt, darf in die Schule gehen und 3 Tage in der Woche gehe ich eben arbeiten. Und was einfach wirklich gut an der Ausbildung ist, dass man das Praktische und das Theoretische kombiniert hat. Also wenn man in der Schule was lernt, hat man es auch meistens in der Arbeit schon mal irgendwo gesehen und man versteht es einfach leichter. Kein Wunder also, dass die Besucher mehr als beeindruckt waren. Mir hat es voll gut gefallen, die Lehrlinge sind voll nett und hilfsbereit und sie erklären recht viel. Ja, mir gefällt es eigentlich recht und ich möchte gerne anfangen. Ich bin 12 und meine Schwester ist da, jetzt habe ich mir gedacht, schau ich auch gleich mit. Schaden kann es nicht. Es sind alle hilfsbereit, alle nett und ich kann es mir wirklich vorstellen, dass ich da arbeite. 2 Schülergruppen verließen die MIBA nicht nur informiert, sondern auch mit einer Finanzspritze für die Klassenkasse. Sie hatten bei einem Gewinnspiel auf der Berufsinformationsmesse gewonnen. Übrigens, Schnuppertermine sind jederzeit möglich, sogar in den Weihnachtsferien. Alle Kontaktdaten dazu und zur Lehre bei der MIBA findet man auf www.lehre.miba.com. Und am 4. Februar findet der nächste Tag der offenen Lehrwerkstätte statt, diesmal bei der MIBA Sinter Austria am Standort Forchdorf.